Wir befinden uns hier bei Jenisej Krasnojarsk, einem russischen Top-Team in einer Sportart, die dem Eishockey zwar verblüffend ähnlich sieht, aber doch kein Eishockey ist. Bandy in Russland, Hockey Svematchkom, ist ein Vorläufer des Eishockeysports, der noch heute vor allem in Russland und Skandinavien sehr beliebt ist. In vielen anderen Ländern wurde er durch das heutige Eishockey verdrängt. Denn für Bandy braucht man eine fußballfeldgroße Eisfläche. Und in welchen heutigen mitteleuropäischen Winter findet man schon so eine? In Russland ist das kein Problem und Bandy hat nach wie vor viele Anhänger. Bei Bandy spielen 11 gegen 11. Es gibt einen Ball statt Puck, zwei Halbzeiten, große Tore und auch Abseitsregeln. Es handelt sich also fast mehr um eine Art Fußball auf Eis als um eine pure Eishockey-Variante. Bandy wird heute in 28 Ländern der Welt gespielt, aber so ein Breitensport wie in Russland ist es sonst nur in Schweden, wo es sogar eine Profiliga gibt. Rinkbandy ist übrigens wiederum eine Bandy-Variante für Eishockey-Bänder. Krasnojarsk, von dem unsere Aufnahmen stammen, spielt in der ersten russischen Liga, war in der letzten Saison russischer Meister und Vize-Weltmeister von 2012. Hier sehen wir die Mannschaft im Spiel gegen den Erzrivalen Dynamo Moskau. Eine echte Hochburg des Bandysports also, der hier in Sibirien fast so wichtig ist wie das klassische Eishockey. Eis für beide gibt es hier noch jeden Winter genug.